Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in der nächsten Frühlingsidee. Heute, ich habe kürzlich eine Umfrage gemacht und jeder hat geschrieben, ich liebe Ranunkel und jeder hat geschrieben, ich möchte gerne eine Ranunkel-Idee. Und deswegen habe ich heute eine richtig schöne Idee mitgebracht und die zeige ich euch gleich in diesem Video. Ich habe nicht nur traumhaft schöne Ranunkel, das ist jetzt auch hier eine wunderschöne Sorte in diesem Hellgrün. Ich wurde schon gefragt, ob die gefärbt wäre, aber nein, sie ist nicht gefärbt und sie ist wirklich in Natur so und auch diese schöne, dieses ja gefranste, gemischte in diesem Rosagrün. Man sieht immer, ob die Sorten gefärbt sind oder nicht, wenn man einfach das Vasenwasser anguckt und wenn das Vasenwasser farbig wird, dann ist die Ranunkel natürlich gefärbt oder es gibt auch einige gefärbte Blumen. Manche sehen sogar richtig gut aus, aber diese Ranunkel hier ist nicht gefärbt. Die ist tatsächlich von Natur aus so interessant und ich muss gestehen, ich selbst habe diese Farbe eigentlich auch noch nie gesehen in den 10 Jahren. Ja, Wahnsinn. Und dann habe ich natürlich auch noch 50 Stück von diesen tollen violetten, ganz wunderschönen Ranunkeln. Ich muss sagen, die sind dieses Jahr auch schwer zu ergattern und ich habe noch ein bisschen suchen müssen, weil es gibt leider gibt's einige Gärtner, also Ranunkelgärtner, die auch insolvent geworden sind durch die Corona-Krise. Und wir merken auch im Einkauf, wir Floristen, dass nicht alles da ist an Ware. Und auch das gilt leider auch für die Ranunkel. Und ich bin dann immer froh, wenn ich so eine schöne Ware ergattern kann. Aber das ist nicht selbstverständlich und ich sage es auch immer wieder, dass ich auch immer froh bin, wenn ich tolle Sachen bekomme. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was mitgebracht für die Arbeit, weil ich möchte ein schönes Gesteck machen mit Ranunkel. Ich habe hier also das ist ein Kunststoffgefäß, das schimmert und glänzt ganz toll. Ich glaube, das kann man jetzt im Licht so sehen. Das ist natürlich wasserdicht und das zerbricht nicht. Das ist also richtig genial. Und damit die Steckmasse da drin nicht rutscht, gibt es das sogenannte Pinholder. Diese Pinholder, die gibt es zwar auch natürlich bei Floristik24. Und das Tolle ist, wenn man diese Pinholder reinmacht und die fixiert man mit Knetfix. Ja, das Knetfix, das ist hier, Moment, ich muss erstmal den Anfang finden. Ich sage immer, das ist wie so ein Floristen-Kaugummi, ja, so eine Knetmasse. Und da nehme ich von diesem Streifen, nehme ich einfach ein bisschen was und ich brauche eigentlich möglichst warme Hände, dann wird das einmal warm gemacht, weil wenn das warm ist, dann klebt es besser. Und dann nehme ich mit diesem Knetfix, das drücke ich auf den Pinholder drauf und fixiere das hier drin. Ich habe jetzt schon zwei drin, deswegen brauche ich das nicht. Ich habe das jetzt mit dem nur gemacht, um euch das zu zeigen. Aber das Schöne ist, und wenn das dann hier drin ist, man sieht, ich halte jetzt nur an diesen Häkchen von den Pinholdern halte ich das Gefäß. Das heißt, wenn ich die Steckmasse hier drauf setze, dann rutscht die im Gefäß nicht mehr rum. Ja? Das Gefäß hat jetzt einen Rand. Da könnte ich natürlich jetzt einfach sagen, ich mache das alles voll. Aber ich muss gar nicht die Steckmasse bis an den Rand machen, weil ich habe ja meine Pinholder zum Fixieren. Das ist also eine sehr, sehr schöne Erfindung. Und theoretisch kann ich jetzt einfach nur, immer mal langsam und mal zurück. Ich würde zwei Pinholder nehmen, weil dann kann natürlich die Steckmasse auch nicht drehen. Ja? Und wenn ich diese Steckmasse jetzt hier drauf setze, eigentlich, die ist mir ein bisschen zu klein, aber ich habe noch die andere Steckmasse eingeweicht. Das ist also ein nass Steckschaumziegel und so kann man also sehr gut mit einem Kuchenmesser schneiden. Und wenn ich diesen Steckschaum einweiche, dann bitte nicht unter Wasser drücken, einfach aufs Wasser drauflegen,
warten, bis der sich vollgesaugt hat. Und das Gefäß, was natürlich immer gut ist, das Gefäß auch schön mit Wasser, gar gut nochmal mit Wasser füllen. Ja, wenn wir die Gestecke zum Kunden ausliefern, dann füllen wir auch nochmal gut Wasser auf, sodass es auf jeden Fall gut versorgt ist. Und wenn die Blumen das Wasser aus der Steckmasse ziehen, dass es eben dann noch mehr Versorgung gibt für die Steckmasse. So, man sieht, ich habe hier immer alles parat. Es hat hier alles seinen Platz. Auch das Kuchenmesser ist direkt neben der Steckmasse. Ja, und dann können wir mal anfangen, hier so eine schöne Arbeit mit den Ranunkeln zu machen. Ich brauche auch für Ranunkel, für diesen weichen Stiel, brauche ich ein gutes Floristenmesser, das scharf ist. Weil ansonsten kann ich das natürlich gar nicht so schön schneiden. Das ist eigentlich schön, es gibt immer von Blumensträußen ein paar kurze Stückchen an Grün, die ich wieder gut verwenden kann. Und die werden hier auch immer gesammelt. Und wenn wir Gestecke haben, dann freuen wir uns einfach, wenn wir Grün verwenden können, die kurzen Stücke. Und was ich jetzt mache, ist, ich verkleide die Steckmasse erstmal mit Grün. Kann diese kleinen Stückchen wunderbar verwenden. Weil beim Blumenstrauß brauche ich natürlich immer lange Stücke. Und hier brauchen wir jetzt wieder kurze Stücke. Und wir hatten ja in einem der letzten Videos, da hat die Eva einen Strauß, ich habe einen Strauß gebunden und die Eva ein Gesteck gemacht. Und wir haben uns dann so das Material gerade so hin und her gereicht. Und es hat sich natürlich wunderbar ergänzt, weil der eine das verwenden konnte, was der andere eigentlich nicht brauchen konnte. Das ist eine wunderbare, wie nennt sich das? Symbiose? Ich glaube, ja. Also das ist immer toll. Hier habe ich auch so kurze Stücke von dem blühenden Viburnum, was auch so ein Frühjahrsgrün ist. Und dadurch, dass ich auch dieses blühende Viburnum hier drauf stecke oder dazu stecke, ist natürlich auch schon alles blickdicht, toll abgedeckt. Und ach, das ist so schön. Eine wunderschöne Arbeit. Und diese schönen Gesteckschalen, die eignen sich natürlich auch ganz toll, wenn ich so Gestecke für Arztpraxen oder für die Kunden mache. Das ist der blühende Empfang, ist dann immer hervorragend. Kurzen Augenblick bitte. So, wir hatten eine kurze Unterbrechung und jetzt geht es wieder weiter. Wird also gleich wieder das Grün schön geteilt und gesteckt. Und es gilt natürlich immer beim Gesteck die Technik zu verdecken. Ja, das ist immer ganz wichtig. Also den Steckschaum, den will eigentlich keiner anschauen. Und deswegen können wir da wunderbar diese schönen kleinen Stückchen, also die kann man entweder mit dem Messer schneiden oder was natürlich auch einfacher ist, wenn Stiel ein bisschen fester ist, dann schneiden wir das. Dann kann man das auch mit der Gartenschere schneiden. Wichtig ist nur, dass immer ein schöner, schräger, sauberer Anschnitt. So, Moment, mein Bindebast, der liegt gleich auch hier in das Grün rein. Ich muss diese Schnippel so ein bisschen trennen von meinem, so, den Bindebast von dem Grünzeug trennen. Ja, das sind natürlich dann herrliche Arbeiten. Und als schöner Akzent gibt es dann wieder hier die Viburnum-Beeren. Die sind natürlich ganz toll. Mit denen kann man wunderschön abdecken. Beim Gesteck ist immer wichtig, es muss ein Stück Stiel frei sein, ja, wenn man steckt. Weil wenn ich jetzt hier gleich Blättchen hätte, also hier dran, hier vorne, dann kann ich natürlich auch nicht so gut in die Steckmasse reinstecken. Ja? Und wenn ich dann... ich mache das natürlich hier so im Automatismus, dass ich die Blättchen abmache. Und wenn ich jetzt hier stecke, also das Stück, es geht auch, ja, aber es muss immer, ich brauche immer natürlich ein bisschen, der Stiel, wo der Stiel in diese Steckmasse reingeht. So, ja. Überlege, ich suche immer auch nach Worten, wie ich das am besten immer formulieren kann. Ich glaube, jetzt haben wir dann auch gleich schon eine schöne Basis und mein Grün ist auch, ja, die besten Stücke vom Grün, die habe ich mir natürlich auch ausgesucht. Die Heidelbeere, die brauchen wir gleich noch.
Die ist wunderbar für das, was ich hier vorhabe. Da haben wir eine ganz, ich nenne das immer eine Steckbasis, die ich mir da so vorbereite. So, Ordnung ist das halbe Leben. Jetzt muss ich mal ein bisschen Ordnung machen hier. Und nochmal schauen, wo so ein paar Blättchen, wo ein paar Blättchen fehlen. Und dann geht es auch schon an die interessanten Sachen. Und zwar, mir ist eigentlich die Idee zu dem Gesteck zu Hause gekommen. Da waren dann die Hyazinthen verblüht. Und da dachte ich so, die schmeißen wir jetzt nicht weg. Das ist eigentlich total schade, weil mein Mann sagt immer, was willst du denn eigentlich noch damit? Und es wird ja dann sowas nicht weggeworfen. Und das ist auch richtig, richtig hübsch. Diese, ja, auch noch diese Wurzeln. Ja, die sind ja sehr dekorativ. Da kann man einfach die Erde ein bisschen rausmachen. Und die Hyazinthenzwiebel, die ist umso schöner, wenn man die schält. Weil dann kommt natürlich das Helle von der Zwiebel zum Vorschein. Und das ist so ein bisschen jetzt wie in der Küche, wenn es Essen gibt. Da werden auch die Zwiebeln geschält. Aber ja, und dann ist es natürlich hier richtig schön, ja, dass die in so verschiedenen Violetttönen. Und ich gebe mir immer die größte Mühe. Und ich habe mich natürlich auch fast passend zur Zwiebel angezogen. Ja, also genau, genug Unsinn gemacht. Das auf jeden Fall fand ich diese Hyazinthenzwiebel klasse. Und da wird jetzt die Erde rausgeschüttelt. Man kann es ja mit dem Messer wie mit so einem Rechen so ein bisschen rausmachen. Und ich würde auch schon was schneiden, weil ich brauche nicht alles. Und wie gesagt, die Zwiebel einfach anschälen. Ja, ich mag das nicht so, wenn die so dunkel ist. Einfach anschälen. So, gibt auch keinen beißenden Geruch wie in der Küche. Da ist es nämlich immer ziemlich ätzend. Und später könnte man theoretisch immer noch diese Hyazinthenzwiebel, also im September, in der Erde versenken. Dann kann sie nächstes Jahr wieder im Garten blühen. Aber ich benutze sie heute für dekorative Zwecke und im Frühjahr, ich schmeiße ja ausgeblühte Zwiebel eigentlich nie weg. So, jetzt muss ich erstmal wieder meine Hände ein bisschen sauber machen. Ich schmeiße ja ausgeblühte Zwiebeln nie weg, weil die so schön sind. Und dann nehme ich jetzt ein Holzstäbchen für die Zwiebel. Mache das Holzstäbchen, also schön schräg anschneiden, hilft immer. Dann kriegt man mit diesem schrägen Anschnitt, ja, kriegt man das leichter in die Zwiebel rein. So. Und dann kann man diese Zwiebel, die verwende ich jetzt einfach als Grün für das Gesteck. Die Idee ist mir so gekommen. Und wir kommen auch noch zu den Ranunkeln, keine Sorge. Aber ich wollte einfach um die Ranunkel herum was Dekoratives machen. Und ich finde es so schon sehr dekorativ. Ja, es gefällt mir gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch unsere lieben Abonnenten mit einer solchen Frühlingsharmonie beglücken werden. Das ist, ich habe jetzt also auch sogar 3 Stück. Ja, und dann kommen wir jetzt endlich zum Thema Ranunkel, weil die passen jetzt nämlich sehr, sehr schön hier dazu. Und Ranunkel haben ja so eine Eigenheit, oh, hier ist alles dreckig, mein Messer ist auch voller Erde. Ranunkel haben so die Eigenheit, der Kopf hält länger als der Stiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal festgestellt habt, dass der Stiel irgendwann mal umknickt. Aber es gibt was ganz Tolles. Und zwar der Stiel von einer Ranunkel, der ist hohl. Sorry, meine Finger sind total dreckig. Der ist hohl. Das heißt, ich, um diesen Stiel haltbar zu machen, weil ich den ja jetzt stecke, gehe ich einfach her, stecke den Draht, nehme wieder einen grün lackierten Steckdraht, den ich mit der Drahtschere abknipse. So, und dann kann ich auch mit Hilfe des Drahts natürlich, kann ich diese Ranunkel ganz toll stecken. Jetzt brauchen wir auch noch ein bisschen Farbe in dem Ganzen. Dann nehmen wir auch
nehmen wir auch mal eine violette Ranunkel. Die sind also alle von heute Morgen. Ich war auf der Jagd, um die schönsten Ranunkel zu holen. Man muss da mit ein bisschen Gefühl arbeiten, weil wenn ich so, ja, so rabiat hier den Draht durchstecke, kann es auch sein, der kommt dann einfach seitlich in dem Stiel raus, was ich in dem Fall nicht möchte. Weil dadurch, dass der Draht im Stiel ist, verstecke ich auch wieder mal meine Technik zu dem Stichwort. Ich hatte es ja schon genannt. So. Und ich spiele jetzt natürlich auch mit den Farben und genieße das, dass ich so tolle Farben bekommen habe von den Ranunkeln. Und auch hier, also überall, auch wenn der Stiel hier so ein bisschen oval ist, ja, so ein bisschen schräg, kann man auch sehen, wirklich der Draht geht relativ leicht rein. Ich muss mit den Händen, mit den Fingern gefühlvoll den Stiel gerade, ja, gerade drücken. So. Und durch den Draht kann ich die Ranunkel natürlich ganz toll stecken. Was jetzt wichtig ist an dieser Gestaltung, ist, dass ich auch kleinere oder kürzere Blüten in die Basis stecke, dass da eine Verbindung da ist zur Basis. Ja, ansonsten würde das Gesteck, wenn ich jetzt also keine Blüten unten reinstecke, dann würde das Gesteck gestalterisch so abheben. Ja, und so ist es auch schön, wenn man auch kürzere Blüten, können auch runde Blüten, kann auch, wenn es Richtung Ostern geht, können auch mal ein paar Eier sein. Ja? Aber man braucht in der Basis, wir sagen immer dazu, man braucht in der Basis Elemente, die für Ruhe sorgen. Das mache ich jetzt mit den Bartnelken. Die Heidelbeere sorgt natürlich dafür, dass so ein gewisses Leben hier drin ist in der Arbeit. Und ich, also mir fehlt jetzt auch gestalterisch, mir fehlen noch so ein paar Blüten, die hier so unten noch drin sind. Aber nein, ich nehme noch mal Ranunkel. Wir bleiben bei Ranunkeln. Es ist tatsächlich wirklich jetzt die schönste Blüte, obwohl sie auch größer sein könnte. Und auch die drahte ich. Die sind jetzt zwar wahnsinnig fest, die Stiele, aber wenn die reifer werden, dann sollen die auf jeden Fall halten. Und deswegen auch der Draht. Nehme ich noch eine schöne grüne. Dann gibt es natürlich immer noch ein paar Stellen, die ich füllen müsste. Und da habe ich mir überlegt, da nehme ich tatsächlich etwas Moos und fülle die restlichen Lücken auf, um das so natürlich wie möglich zu halten. Mein Moos ist jetzt wunderschön grün. Ja, ich habe das ganz toll getrocknet. Wenn das nicht so grün ist, das lege ich jetzt hier nur dazwischen in Akzenten. Wenn das Moos nicht so grün ist, dann kannst du ganz toll Moosspray nehmen. Gibt es bei Floristik24. Und das hat einen wunderschönen, natürlichen grünen Farbton. Das kann ich sehr empfehlen. Ich bin totaler Fan von diesem Moosspray. Und damit lässt sich natürlich dann alles schön knackig, leuchtend grün gestalten. Das ist ein kleines Zaubermittel. Aber ich würde sagen, auch hier gilt wie bei so vielen Arbeiten, man könnte natürlich dann noch dies und jenes machen und man könnte noch x-mal x Sachen stecken und Lücken angucken. Aber man sieht jetzt an dieser Arbeit hier keine Steckmasse mehr. Und ich finde, sie ist auch sehr schön abgedeckt.
und wirkt auch sehr natürlich in dieser Harmonie mit den Ranunkeln und mit dieser wunderschönen, wunderschönen Kunststoffschale, in die so schön schimmert. Ich freue mich, wenn du meine anderen Videos guckst und ich zeige dir noch ganz viel in den Infocards. Viel Spaß und alles Gute von Margit. Tschüss!